Das ist der Odin, ein Chapai, 5 Jahre alt und ist vor kurzem bei uns im Tierheim leider abgegeben worden, weil die Besitzerin sich nicht mehr kümmern konnte. Und jetzt haben wir ganz, ganz dringend ein neues Zuhause für den Odin. Der Chapai ist ein chinesischer, eine alte chinesische Hunderasse, genau. Und ja, wir suchen ganz dringend einen Liebhaber dafür, weil ja, man muss ihn. Muss die Rasse mögen und sich am besten auch auskennen. Also es ist nichts für Anfänger geeignet. Und ein Haus mit Grundstück wäre natürlich toll, aber er ist auch die Wohnungshaltung gewöhnt. Er läuft ganz gut an der Leine, ist geimpft, kastriert, gechippt. Also TÜV hat er. Ja, nie unbedingt. Der ist jetzt aufgeregt. Also so ein Chapai kann auch schon mal 12 Stunden hintereinander schlafen und sich ruhig verhalten. Das ist nie unbedingt jetzt der Hund, der 24 Stunden bespaßt werden muss. Eigentlich ist er in der Wohnung ein eher ruhiger Hausgenosse und angenehm. Jetzt ist er natürlich aufgeregt. Und wenn er jetzt Waschbären in der Nase hat, also da ist ja jeder Hund in irgendeiner Form dann ein bisschen aufgeregt. Muss man ja mal so sagen. Sagt Rosemarie Zille, Tierheimchefin im Tierheim Rocano. Chapais sind so ein bisschen anfällig für Allergien, sagen wir mal. Er verträgt getreidefreies Trockenfutter und das frisst er auch eigentlich ganz gut. Er soll kein Geflügel kriegen und kein Nassfutter. Und damit kommt man eigentlich auch ganz gut hin, sage ich mal.